So, haben wir den Job erledigt? Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. War dann ja auch gar nicht so schwer. Gut, dann sollten wir mal hier rüber gehen, glaube ich. Und schauen uns mal das turianische Lager an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich will mehr über die anderen Archen erfahren. Da wissen wir ja noch wirklich nicht so viel drüber. Also wir haben schon eine. Ich weiß gar nicht. Also wir haben eine Asari getroffen. Allerdings hat die mir jetzt irgendwie gar nicht gesagt, wie sie jetzt eigentlich dorthin gekommen ist. Hatte die jetzt irgendein kleines Schiffchen genommen von der Asari-Arche weg? Oder wie ist sie denn eigentlich da jetzt abgetrennt hingekommen? Auf Eos war das ja. In der letzten Aufnahmesession. Das hatte ich ein bisschen seltsam gefunden, das Ganze. Und da wurde uns ja schon gesagt, was die Asari-Arche angeht. Hallo, Spiel. Müssen wir wieder nach Volt gehen. Jetzt musste ich gerade überlegen, ob es Haval oder Volt ist. Meine Güte, irgendwie hat das Spiel totale Probleme, wenn ich in den Pausemodus auf die Karte gehe und dann wieder ins normale Spiel, immer diesen Übergang hinzukriegen. Sehr merkwürdig. Nein, bitte nicht! Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das nicht tun würdet. Und um sicherzustellen, dass das nicht der Fall ist, werde ich euch umbringen. Ihr hättet mich ja nicht angreifen müssen, dann würdet ihr auch nicht bluten. Was bist du denn hier? Verpiss dich. So, holen wir uns den noch. Und ich glaube, damit sollten wir hier Ruhe haben. Gut. Sind wir denn jetzt schon. Ich will jetzt gerade gar nicht nachschauen, ehrlich gesagt, ob wir schon auf der Höhe sind. Sieht aber ganz gut aus. Den Nickel lasse ich jetzt mal da sein, wo er gerade war. Hab keine Lust, jetzt für jedes Mineral anzuhalten und es einzusammeln. So, schauen wir mal. Da ist das Lager. Wir sollen uns gegen die Roka verteidigen. Okay. Roka-Angriff. Moment, sind das Turianer? Das sind Natalos und die Forstfalker. Die turianische Arche. So, direkt weiter drauf. Voll im Nahkampf, ey. Warum auch nicht? Kann man machen. Oh, hallo. Da steht einer direkt vor mir. Den habe ich gar nicht wahrgenommen im ersten Moment. So, auch den weg. Und dann sollten wir es doch bald haben, oder? Immer noch ein Saboteur, Mensch. So, da wird es doch schon ein ganzes Stück ruhiger hier. Einer noch. Und keiner mehr. Noch mehr? Aus der Wand? Ach so, von dahinter. Wo sind sie denn? Da! Aha! So, drauf auf die Schweine. Und dann statten wir denen mal einen kurzen Besuch ab hier. Das Problem mit Scharfschützen ist nämlich, die kommen einem nicht freiwillig. Hallo? Och. Die kommen einem nicht freiwillig näher. Es nervt mich gerade schon ein bisschen, dass das Spiel nicht so mitmacht, wie es soll. Ich frage mich jetzt, ob das in meinem Computer oder am Spiel liegt. Wie immer. So, damit hätten wir es geschafft. Die Turianer sind verteidigt und die Roka beißen ins Gras. Ich glaube, die werden ganz schön abkotzen, was die hier so an Verlusten haben. Das wird denen keinen Spaß machen. So, Waffe weg. Dann schauen wir mal, mit wem wir hier reden können. Den merkwürdig aussehenden Haval-Hopfen ins Vortex bringen. Achso, das ist die andere Aufgabe. Schauen wir uns mal das Datenpad hier an. Login, Torix Aris. Neuer Eintrag. Diese Dinger haben wieder angegriffen. Die Aliens. Es vergehen keine zwei Tage ohne einen Hinterhalt. Und wenn es nicht die Aliens sind, sind es diese verdammten Pflanzen. Sie vergiften uns oder zerstören das bisschen Ausrüstung, das wir finden können. Ich denke dauernd an die anderen Archen.
Vielleicht ist es ihnen besser ergangen und sie planen schon eine Rettungsmission. Aber hoffentlich sind es nicht die Menschen. Die arroganten Mistkerle würden ewig damit angeben. Ende des Logs. Tja, Pech gehabt. Die sind es dann doch am Ende. So, schauen wir mal. Gibt es hier noch mehr Nachrichten? Wir schauen uns auch gleich mal dieses Leuchten da drüben an. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. So, hier hätten wir den Anführer. Der ist gleich dran. Ach, das ist ein Erinnerungsauslöser. Siehst du mal, den nehmen wir natürlich mit. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, das müssen wir mal machen, das stimmt. Da haben wir jetzt, glaube ich, einige Erinnerungen, die wir uns noch anschauen müssen. Wenn wir das nächste Mal da hinkommen. Aber das sollten wir mal mit ansteuern. Wir müssen da auch mal auf die Nexus wieder gehen. Man will dann irgendwie nicht dahin zurückkehren, weil das eben die Story nicht weiterführt, ne? Aber naja, was soll's. So, Initiative-Panzerung 4 klingt gar nicht so übel. Das müssten wir irgendwann mal uns anschauen. Login Perifina Perari. Neuer Eintrag. Irgendetwas stimmt mit diesen Planeten nicht. Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden. Die Bäume flüstern. Und ich schwöre, dass es noch etwas anderes beobachtet als nur diese Aliens. Ich danke den Geistern für den Spectre. Wenn wir überleben, dann nur wegen Avitus. Ende des Logs. Oh, die haben einen Spectre dabei. Interesting. So, was haben wir denn hier zum Scannen? Ah, das Ding. Initiative Kerntech, okay. Gut, haben wir lange genug rumgetrödelt. Jetzt sollten wir mal mit dem Anführer reden. Mal sehen, was es da so zu berichten gibt. Ich bin echt gespannt, was mit der turianischen Arche passiert ist. Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Avitus Riggs. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist schwierig. Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspector. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Sie sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen. Tja, ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt. Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanus auf die Geißel getroffen und bam, ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der turianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ach, die haben auch einen Sam? Achso, doch stimmt, die haben alle einen Sam, bloß unser Sam ist der einzige, der in einen Verstand integriert ist. So war das doch gewesen, glaube ich, ne? Wobei, so wie der es sagt, allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen. Das klingt ja, als ob die das genauso handhaben. Ich dachte eigentlich, dass das nur bei den Menschen wäre. Weil das war doch illegal gewesen, das Ganze. Seltsam. Wer weiß. Der Sam-Kern könnte zerstört worden sein, als die Nathanus auf die Geißel getroffen ist. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer und Stase-Kapseln der Nathanus sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden. Die Siedler hier brauchen ihre Hilfe. Ich bin nur eine Notlösung. Mason ist derjenige, den Sie brauchen. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Also wirkliche neue Infos haben wir jetzt nicht bekommen, muss ich sagen. Nach Überlebenden oder Trümmern der Nathanus Ausschau halten, okay. Wir sind also nicht wirklich weitergekommen jetzt in der Linie, in der Storylinie, was das jetzt angeht. Nicht so hilfreich, das Ganze. Okay, ich würde gerne rausfinden, ob wir hier vielleicht drüber kommen könnten, aber dazu müssen wir halt hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwo hier mal dann rüberkommen. Wo geht's denn da weiter? Das finde ich alles ein bisschen verwirrend, das Ganze. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie nach Osten kommen. Das sieht aber nicht wirklich danach aus. Das sind verdammt hohe Wände.
Also zumindest haben wir ein paar Turianer gefunden, wenn auch nicht wirklich Informationen dazu noch mit. Ah, hier führt ein Weg lang. Aber nicht sonderlich weit, natürlich. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der Weg uns jetzt hier weitergeführt hätte. Nö, also keine Ahnung, wie wir da rüberkommen sollen. Wir müssen irgendwie diese Brücke aktivieren. Oh, halt. Schön oben bleiben. Hier geht's aber auch runter, wie es aussieht, wa? Hier sind auch so ein paar Stufen, die hinabführen. Also zumindest auf der Seite gibt's da so ein paar. So ein paar Stellen, an denen das geht. Bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. So, den Behälter nehmen wir noch mit hier. Ich weiß nicht, was wir mit der Brücke machen sollen, ehrlich gesagt. Vielleicht sollen wir auch noch gar nicht so weit vorkommen. Vielleicht sollen wir erstmal zurück ins Lager gehen. Das könnte natürlich auch sein. Das wird dann wahrscheinlich jetzt auch der nächste Weg für uns sein. Denke ich mal so. Halt, 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 halt. Erst den Behälter. Und dann... Hier gibt es einen defekten Generator. Siehst du mal, den habe ich bloß nicht gesehen vorher. Versuchen es später nochmal. Okay, wir müssen einen Teil für den Generator finden. Damit hätte sich dieses Rätsel dann auch geklärt. Wir müssen nicht irgendwo wieder hochklettern. Nein, wir müssen einen Teil für den Generator finden. So, das heißt für uns, wir gehen jetzt zurück in diese Basis. Denn auf der Seite des Abgrunds haben wir eigentlich ziemlich alles abgearbeitet. Das war doch ganz erfolgreich eigentlich. Ich würde sagen, das war schon so, weiß nicht, die Hälfte des Planeten wahrscheinlich. Haben wir schon einiges geschafft. So, auf 3 Kette sind wir auch mitgestoßen, aber mehr auch nicht. Also so viele waren da jetzt nicht. Also hier war jeder mal irgendwie Feind, aber niemand so wirklich übermächtig. Das haben wir jetzt soweit feststellen können eigentlich. So, mal schauen, ob wir hier zumindest noch irgendwelche... Spiel, mach mit! Ob wir noch irgendwelche Infos bekommen jetzt von den Wissenschaftlern, die wir aus der Stase befreit haben. Bin ich hier richtig? Nein. Ich muss sagen, das verwirrt mich ja alles ein bisschen, dieser Aufbau. Wo ist denn der Eingang? Hier drüben, Mensch. Schrecklich. So, rein in die gute Stube. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Möglich, möglich. Schlaf doch erstmal ein bisschen, dann wirst du es herausfinden. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Hab ich. Sprich weiter, aber zumindest unsere Lebensfähigkeitsanzeige steigt auf 14%. Das bedeutet aber auch, wir haben noch einiges zu tun, was die Lebensfähigkeit des Planeten erhöht. Also da gibt es schon noch einiges abzuarbeiten. So. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen. Mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur 2 von ihnen, obwohl es 3 sein müssten. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur 2 von 3 aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen.
Vielleicht gibt es in Ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen Sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Klingt ja total positiv. Okay, den Zugang zur Zuflucht Mitrava finden. Okay, können wir machen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Ist das hier mit Drusa? Achso, nee, hier gibt es eine Aufgabe für uns. Von einem Turianer dann wahrscheinlich. Und ich vermute, wir müssen hier rüber. Ah nee, hier. Den Zugang zur Zuflucht Mithrava finden. Hier unten. Okay. Das ist ja schon... Wie komme ich denn da hin? Das finde ich reichlich verwirrend, muss ich sagen. Okay, wir reden nochmal mit Kieran. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Infos. Pathfinder Rider. Ein paar zumindest. Jarl sagte, Sie hätten für die Moschei gearbeitet. Ich selbst nicht, aber viele Mitglieder des Teams, das zu den Monolithen geschickt wurde, sind ihre Schüler. Als wir herausfanden, dass der Verfall von Havarl mit den Monolithen zusammenhängt, haben wir die Moschei um Hilfe gebeten. Sie hat uns ihre besten Leute geschickt, um uns mit den Relikten zu helfen. Was stimmt nicht mit Havarl? Das Gefüge des Lebens ist aus dem Gleichgewicht geraten. Es beginnt mit Mutationen der Flora und Fauna, gefolgt von monströsem, krankhaftem Wachstum. Geschwüre, Fäulnis, Missbildungen. Dinge entstehen, leben und sterben innerhalb weniger Tage. Der Dschungel, den Sie jetzt sehen, ist nicht mehr derselbe wie vor 2 Tagen. Und in einer Woche wird er wieder ein anderer sein. Das klingt ja total positiv, Mensch. Aber alles sieht so lebendig aus. Havarl bringt Leben im Überfluss hervor, erhält es aber nicht so wie früher. Unsere Ökosysteme brechen zusammen. Dar-Palath war einst eine geschäftige Stadt voller Leben, wussten Sie das? Und sehen Sie es sich jetzt an. Wir haben dieselben Anzeichen auch in anderen Bereichen des Planeten erkannt. Es hat so begonnen und wird auch so enden wie hier. Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder Rider. Finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, dass auf den anderen Planeten gar kein Leben möglich ist, ohne dass was geändert wird. Und hier das Leben vollkommen außer Kontrolle gerät, wenn man nichts ändert. Ist eigentlich ganz witzig, dass es mal einfach umgekehrt wurde, das Ganze. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Ja, ich wollte dich mal ein bisschen ausfragen. Die Weisen, das wäre zum Beispiel ganz interessant, dann noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Erzählen Sie mir mehr über Mitrava und die Weisen. Wir wissen nicht sonderlich viel über sie. Sie haben kaum Kontakt zu anderen. Und selbst wenn sie mit uns handeln müssen, sprechen sie so gut wie überhaupt nicht. Kieran schämt sich vermutlich, dass ich sie überhaupt erwähnt habe. Es ist nur so, ich habe mal gehört, bei den Sternen, sie werden sich über mich lustig machen. Glaube ich nicht. In den meisten Geschichten steckt zumindest ein Körnchen Wahrheit. Als ich noch klein war, habe ich eine Geschichte gehört, die die Weisen erzählen. Über einen Mann, der die Geißel miterlebte. Sie hat die Monolithe auf allen Planeten abgeschaltet und die Gewölbe haben aufgehört zu funktionieren. Aber dieser Mann verstand die Relikte, keiner weiß wieso, und hat irgendwas gemacht. Er ist der Grund, warum das Gewölbe und die beiden Monolithe überhaupt so lange funktioniert haben. Und wenn diese Geschichte wahr ist... Könnten die Weisen wissen, wo sich der dritte Monolith befindet? Genau. Das ist also unser Ziel. Kieran hat mir erzählt, dass sie den Monolithen untersucht haben, bevor sie in diesem Stasefeld eingeschlossen wurden.
Was haben Sie herausgefunden? Es gibt hier ein Gewölbe. Als die Geißel zuschlug, hat sie auch einige seiner Funktionen außer Kraft gesetzt. Es ist zwar bis zu einem gewissen Grad noch aktiv, aber mit nur 2 von 3 Monolithen ist das System nicht mehr im Gleichgewicht. Und ohne den 3. Monolithen kann man es auch nicht neu starten. Exakt. Wir hatten gehofft, nähere Erkenntnisse über die Monolithe würden es uns erlauben, unsere eigene Technik damit zu verbinden, um es irgendwie zu reparieren. Aber wir kommen nur langsam voran. Zu langsam. Bei der Geschwindigkeit, mit der der Planet außer Kontrolle gerät, auf jeden Fall. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. Gut, war ganz nett, mal mit ein paar neuen Gesichtern zu reden. Wir haben also erfahren, was unser Hauptziel auf dem Planeten sein sollte. Wir müssen den 3. Monolithen finden und müssen es irgendwie schaffen, die Lebenserhaltung hier wieder zum Laufen zu kriegen auf diesem Planeten, beziehungsweise die Atmosphärenkontrolle, wenn man es genau nimmt. So, und ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal bei den Turianern vorbei und was die da so für einen Auftrag haben. Und danach werde ich wahrscheinlich die Aufnahme beenden und werde abseits der Aufnahme mal schauen, wie ich da hinkomme. Denn ich glaube, es ist nicht so hilfreich, wenn ich jetzt stundenlang hier sinnlos herumirre und keinen Erfolg habe dann dabei. Also gehen wir mal kurz zu den Turianern noch und dann wird es wahrscheinlich das gewesen sein für heute. Und ich muss dazu sagen, nicht bloß für heute, sondern für eine ganze Weile, denn das ist für mich jetzt die letzte Gelegenheit, nochmal zu Let's Playen, bevor ich nach Amerika gehe für 10 Wochen. Ich habe jetzt ein paar Folgen schon auf Reserve, das heißt, da ich auch nicht so oft jetzt derzeit Folgen rausbringe, also bloß 2 pro Woche oder so, wird das wohl reichen, was ich jetzt habe. Zumindest einen größten Teil der Zeit über, denke ich. Diese Wissenschaftler können doch unmöglich recht haben. Dieser Ort wirkt so perfekt. Finster? Man kann unter der Haut bluten und es nicht sehen. Die Wunde ist trotzdem da. So richtig perfekt wirkt er jetzt nicht auf mich. Der wirkt schon ein bisschen zu übertrieben schnelllebig. Nee, aber dadurch, dass ich jetzt eben so lange nicht da bin, werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich total raus sein. Das werden wir dann erleben. Ich habe dann wahrscheinlich keine Ahnung mehr, was ich so gemacht habe in letzter Zeit hier im Spiel. Wird total super. Ich bin dann erst so kurz vor Weihnachten wieder da. Das heißt, ich komme vielleicht, wenn ich Glück habe, kurz vor Neujahr mal dazu wieder zu Let's Playen. Wobei ich sehr, sehr viel dann zu tun habe. Ist gerade eine Zeit von Umsturz. Ich mache mal ein Infovideo dazu. Dann werde ich euch das erzählen. Ja. Genau, das trifft es am besten, denke ich, oder passt am besten. So, und jetzt schauen wir mal, wer hier uns noch eine Mission geben will. Du etwa? Ah, du bist Druser, okay. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Wo sind die denn, ist die Frage. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls sie irgendetwas von der Arche Nathanos finden, markieren sie es zur Bergung. Oh, und danke. So, Trümmer der Nathanos und Haval zur Abholung kennzeichnen. Werden die denn jetzt markiert, ist die Frage. Das wäre sehr schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Da habe ich also ein bisschen was an Fleißaufgabe jetzt noch abseits der Aufnahme. Das werde ich, glaube ich, dann jetzt direkt hinterher noch machen. Das ist ja auch nichts, was jetzt so spannend wäre wahrscheinlich für das Let's Play. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut, wenn ich das abseits mache. Ja, und damit werden wir dann beim nächsten Mal hoffentlich den Zugang zur Zuflucht Mithrava kennen und werden dann schauen, dass wir den 3. Monolithen finden und vielleicht, wenn wir diese Trümmerteile finden, werden wir auch ein bisschen mehr über die Nathanos noch erfahren. Wer weiß, wer weiß. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Hat mich wieder mal gefreut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf Haval und ich hoffe, wir werden den Planeten dann weitestgehend abschließen können. Wir schauen es uns mal an. Bis zum nächsten Mal also, macht's gut und haut rein!